Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Und Leute, es geht natürlich weiter. Es hat ein bisschen gedauert, aber es geht weiter mit den Spotify-Reactions zu den Vollversionen von den Songs von Ju und seiner Crew. Wir sind jetzt am Start mit Dibbidi Dabbidi Dab. Ich habe mich ein bisschen selbst gehauen gerade, Leute. Aber ich bin sehr gespannt. Ich freue mich, wie gesagt, immer sehr auf die Songs aus den ganzen Märchen Asozial und aus den Songs aus der Bohne-Sachen. Auf die Vollversion, weil das einfach absolut geil ist und... Man muss sagen, das ist wirklich Musik. Da bin ich auch, bin ich mir auch nicht zu schade zu sagen, dass ich mir das ab und zu auch privat anhöre. Weil das echt teilweise wirklich, wirklich schöne, gute Songs sind, ja. Also, Real Talk, deswegen freue ich mich jetzt drauf bei Dibbidi Dabbidi Dab, Leute. Link zum Spotify-Track, den ihr euch selbst anhören könnt und in die Playlist stopfen könnt, so wie ich auch. Dann macht das gerne, Leute, ist in der Beschreibung. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir jetzt hier, beziehungsweise hören wir jetzt mit unseren Öhrchen, Leute. Packt eure Öhrchen mal aus. Die Öhrchen sind sehr unterschätzt, Leute. Viele benutzen nur die Ohren. Aber wir sind die Höherliegenden. Wir benutzen die Öhrchen, Leute. Öhrchen hat man zwei von. Let's go, Alter. Dibbidi dabbidi dab. Dibbidi dabbidi dab. Ich frag mich, warum du mich slaps. Wow. Wollte dir eigentlich helfen, doch du hast mich dibbidi dabbidi weg. Bevor du in Depression gerätst, erzähl mir von deinen Sorgen, du Kek. Muss weg, zauber dich unglaublich frisch. Yeah, dibbidi dabbidi dab. Ich will so gern auf Party. Wow. Oh, man muss sagen, das ist nicht die Musik, die ich feiere. Ich feiere diesen ganzen Autotune-Trap-Ding nicht so krass. Aber Ju, beziehungsweise hauptsächlich Vincent Lee schafft es, das so klingt zu lassen, als ob es wirklich ein Track sein könnte, der jetzt einfach so in den Charts ist. So, wisst ihr, wie ich meine? Ja. Ist nicht schlecht, auch wenn es nicht meine Mucke ist. Hier ist es halt so, dass der Text wenigstens noch lustig ist. So, wisst ihr? Gar nicht schlecht. Dann bist du fruchtbar, so wie Drinks von Granini. Übrigens, Granini-Freunde, wird unterschätzt. Wird unterschätzt, Leute. Wird unterschätzt. Kauft euch mal wieder ein Granini. Wie oft kauft ihr euch Granini? Kauft euch mal wieder ein Granini. Kauft euch ein Granini. Und dann schön trinken und dann merkt ihr erstmal, wow, wie gut ist das denn? So wird's euch gehen, Leute. Kauft mal öfter ein Granini. Ist gut, der Beat auch, Leute, der Beat könnte wirklich ein sehr, sehr typischer Beat sein von, keine Ahnung wem, ich kenne keine typischen Trap-Leute oder so, aber ist ein guter Beat. Na, wobei, das könnte sogar ein Jamule-Beat sein, rein theoretisch. Obwohl der jetzt kein Trap oder so krass viel Autotune used, könnte ein typischer Jamule-Beat sein, finde ich. Ja. Oh, beste Line. Die Rattenfängerline ist die beste Line, Freunde. Geben wir uns noch ein. Ey, Real Talk, die Kombi aus John und Juso ist schon ganz cool. Ich muss auch wirklich Props nochmal geben an John gerade, weil Ju hat ja schon öfter irgendwie so Sing-Gesangs-Stuff gemacht in den älteren Julian Bam Videos auch. Aber John ist jetzt ja erst richtiges Fulltime-Mitglied seit kurzem, sage ich mal, beziehungsweise seit keinem halben Jahr oder so bei Ju. Und er hat sich echt gesanglich krass gesteigert in der Zeit. Hier
ist wirklich der Beat wieder geil. Hier ist wirklich der Beat richtig, richtig geil, muss ich sagen. Ich bin nur wegen dem Beat hier, muss ich sagen. Der Beat. Kuss an Vince. Ich sag dir, was du brauchst für dein geilen Gangstern. Ja, der wird heftig, heftig. Alle wissen safe, du gehst nicht alleine heim. Boah, Leute. Krasser Beat. Krasser Beat, Leute. Boah. Schön. Schönes Ding. Kurz Applaus geben für alle Beteiligten und für dieses wunderbare Bild von John. Und dann kommen wir zum kleinen, großen Mini-Fazit, Freunde. Ha, schöner Song. Also wirklich hier der Beat wieder im Vordergrund. Hier war textlich nicht so viel zu machen, sag ich mal. Hier war der Text aber auch nicht im Vordergrund. Hier war nur das Soundbild hauptsächlich, sag ich mal, die größte Bemühung und halt der Beat, so das klassisch zu machen. Wobei natürlich hier auch die Stärke wieder des Coverbildes von John. Da ist John einfach auch eine sehr wunderschöne, gut aussehende Prinzessin. Und das ist auch seine Hauptrolle im Leben. Die wunderschöne Prinzessin zu sein, ja. Meine Prinzessin im Herzen ist er auf jeden Fall. Schreibt mal eure Meinung zum Song gerne rein, Leute. Ansonsten würde ich sagen, sehen uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Link zum Spotify. Track ist natürlich ganz oben verlinkt. Habt einen wunderbaren Tag, bleibt fresh, so wie immer und ciao.